So, und damit hallo und herzlich willkommen hier heute zu etwas ganz anderem. Zu mal was, ja, was ich noch nie gemacht habe, was ich immer mal machen wollte. Und zwar möchte ich heute mal so eine Art Let's Rutsch-Video machen. Einfach mal das Jahr 2016 reflektieren, darüber sprechen, was wir im Jahr 2016 so erlebt haben, was ich so erlebt habe, wie es für mich so gewesen ist in der YouTube-Welt. Das habe ich ja. 2014 habe ich es angefangen mit YouTube. Da habe ich das nicht gemacht. 2015 habe ich es auch nicht gemacht. Und jetzt 2016, nachdem ich nun über 2 Jahre YouTube-Videos mache und das mit mehr oder weniger großem Erfolg, möchte ich gerne heute mal das Jahr 2016 reflektieren, weil im Jahr 2016 ist doch eine ganze Menge passiert, die ich mit vielen Dingen, die man mal ansprechen könnte, denke ich mir jedenfalls. Das wird also ein total langweiliges Video jetzt für alle die hier irgendwie einfach nur Action sehen wollen. Ja, wir werden nämlich Folgendes machen. Ich habe mir eine Karte rausgesucht, die wir Anfang des Jahres bei Minecraft ins Leben gerufen haben. Denn es ging ja so los, dass wir jetzt 2016 im Januar, also sie hatte damit angefangen, dass ich mein Smartphone, was ich benutzt hatte für die Aufnahmen, die ich bisher immer gemacht habe, das habe ich verkauft. Das habe ich verkauft. Und habe mir für das Geld, was ich dafür bekommen habe, ein Nvidia Shield Tablet gekauft. Das war unter anderem dadurch, dass der liebe Cloud Place, der hat also des Öfteren gesagt: Mensch, kauf dir so ein Gerät, da kannst du, das bringt dich viel weiter, da kommst du voran. Und ich habe mich da auch auf seinen Rat verlassen und habe gesagt: Pass auf, das machen wir, ich kaufe mir ein Shield Tablet. Und er hat auch völlig recht gehabt. Das ist eine ganz andere Art und Weise, damit aufzunehmen. Das ist doch deutlich angenehmer, als ich das vorher mit dem Xperia Z Ultra hatte, weil ich ja da damals auch schon bei Minecraft Story Mode an die Hardware-Grenzen gestoßen bin. Ne? Und damit ging es also los. Und dann hat Cloud mich ja auch damals in seine Minecraft-Gruppe, in sein Minecraft-Team, muss man sagen, aufgenommen. Und das war ganz cool. Man muss dazu sagen, Cloud ist jemand, der unterstützt die Leute. Und das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich den jetzt das gerne dieses letzte Rutsch machen möchte. Ich möchte mal über die Leute reden, die ich so kennengelernt habe und die Leute, was ich so erlebt habe. Ne? Und wir machen jetzt mal einfach Folgendes, bevor ich anfange. Ich gehe jetzt also mal auf Spielen und wir schauen uns also mal an, was ging also los. Der Cloudplace hat mir also am Anfang des Jahres gezeigt, wie man einen Server macht. Und zwar, er hatte schon einen. Und er hatte den Bobby, der Bobby hatte auch schon einen laufen. Und es war so, ich war kurz davor, das auch ans Laufen zu kriegen. Ich hatte damals schon einige Versuche gestartet, habe dann, es gab dann eine App, Multiplayer for Minecraft, mit der habe ich dann auch erstmal ins Leben gerufen. Und ich war kurz davor, wir haben das damals über ein virtuelles Netzwerk versucht, über einen VPN-Tunnel. Und ich war wirklich, das hat nicht mehr viel gefehlt. Wir hatten es schon hinbekommen. Dann wäre es in den VPN-Tunnel gegangen und wir waren wirklich kurz davor mit Portfreigaben und mit IP-Adresse und so weiter, dass wir es auch hinbekommen hätten. Aber durch Cloudplace, durch ihn, der das dann veröffentlicht hat, bin ich natürlich nochmal doch ein Stück schneller daran gekommen. Und dann haben wir es tatsächlich gemacht und Bobby hat damals ein altes Tablet wohl am Laufen gehabt, was der Server war. Und dieses ist kaputt gegangen. Und daraufhin haben sich seine Spieler an mich gewandt und gefragt: Mensch, würdest du uns nicht aufnehmen? Und jetzt zeige ich euch mal, was war damals. Ich würde sagen, ich hoffe, dass es alles jetzt richtig liegt. Ich hoffe, dass das die Welt war, die wir damals gespielt haben. Das Laden wird eine ganze Weile dauern. Und ich denke mal, ich habe jetzt hier heute, ich sitze jetzt hier, ich habe hier ein Crème Brûlée. Das habe ich schon vor mir stehen, habe ich mit im Laden meines Vertrauens gekauft. Man hört die Karamellsteine knistern. Das ist lecker. Crème Brûlée ist was ganz Feines. Und es schmeckt auch wirklich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Das kann man durchaus essen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier überhaupt bin. Ach, warte mal. Falsche Karte. Warte mal, was ist denn jetzt passiert?
Das ist doch hier eine ganz falsche Karte. Hier, mein Endless. Die wollte ich doch öffnen. 73 MB ist die groß. Wirklich eine Weile dauern. Wie hat es also angefangen dieses Jahr? Wir haben also dann diesen Server aufgebaut hier. Und da haben wir gemeinsam drauf gespielt. Die Spieler, die von Bobby kamen und die vorher bei Cloud gewesen sind, die wurden wohl auch schon eine Zeit lang durchgereicht. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich war relativ neu. Cloud hatte mich irgendwann angeschrieben, als ich auch angefangen habe, Minecraft zu spielen. Und er meinte, du, pass auf, guck doch mal bei mir mit rein und so. Und dann hat er mich auch auf seinen Server eingeladen. Und ich wollte aber damals, wir hatten damals schon Aestox-Server am Laufen, ich wollte damals gerne mein eigenes Ding machen. Ich war nicht so der Fan davon, jetzt mich auf Clouds Lorbeeren auszuruhen. So, ich habe hier den Kreativmodus. Wie du siehst, ich hatte damals den Server hier oben eingesperrt, weil ich habe gespielt mit einem mit einer TV-Box. Und damit man, dass mir das nicht so ruckelt und es nicht so in dem Chunk drin steht, der da voll war, habe ich mich hier irgendwo eingebaut. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, was ist jetzt hier die richtige Richtung? Wie komme ich wieder dahin, wo wir gebaut haben? Ich fahre jetzt einfach mal so, ich fliege einfach mal ein bisschen mit Speed hier über die Map. Also ich glaube mal, hier ist die falsche Richtung. So weit war ich glaube ich gar nicht weg. Man müsste einfach mal ertrinken jetzt. Aber das geht natürlich auch nicht. Im Survival muss man das jetzt gehen. Dann käme ich am Spawn wieder raus. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier die Karte ist, wo ich am Spawn eine große Arena gebaut hatte. Ich weiß es nicht mehr. Finden wir das denn? Hier ist der Dschungel. Cheats sind ja gar nicht an. Ich stelle die Karte mal schnell in den Survival-Modus um. Es war einfach eine ganz, ganz große Sache damals. Und die lief auch wirklich lange. Also wir haben das im Januar oder so haben wir angefangen damit. Und die Karte lief bis in April rein. Zumindest habe ich geschaut, dieser Spielstand hier ist von April. Also über 3 Monate hinweg lief dieser ganze Server hier. Kreativmodus kann man nicht mehr ertrinken. Ne? Gucken mal. Ja, und so bin ich also reingerutscht in die Teams, einmal von Lane und einmal von Cloud. Man muss dazu sagen, jetzt war es so, der Cloud hat damals auf seinem Server vielen YouTubern die Chance gegeben, so ein bisschen Cross-Promotion zu machen, also zusammenzuspielen, sich gegenseitig zu erwähnen, sich kennenzulernen. Hatte ein bisschen eine andere Herangehensweise, als ich das irgendwie mir vorgestellt hätte, aber na gut, das ist nun mal so, hier haben wir ein Dorf gerade entdeckt. hier hat Shox gelebt, offensichtlich. Shox war einer der Spieler damals, ich weiß gar nicht, also Lane war das, Pierre war damals, Dillos war dabei, Weiste, No4Plan. Wenn ich so gucke, dann sind das auch immer noch Namen, die heute noch bei uns mitspielen. Ich kann gar nicht mehr. Ach, die Controllerbelegung ist ja jetzt auch ein bisschen anders. Siehst du, wenn ich jetzt in Survival-Modus gemacht hätte und wäre einfach runtergestürzt, dann hätte ich mir Shox zu Hause gar nicht gefunden. Ich dachte, da steht ein Name. Konnte gar nicht sein. Es kann natürlich sein, dass jetzt irgendjemand sich dem Spiel hier anschließt. Das ist durchaus möglich. Das will ich nicht. Das kann ich gar nicht verhindern, weil jetzt im Moment ja, das ist. Jeder, der mich bei Xbox angefangen hat, der kann jetzt einfach. Oh, da ist auch was. Jetzt fallen wir mal hier runter, ganz dezent. Hoppala. Ach, das ist nur Lava. Wo bitte war das denn jetzt? Eigentlich suche ich so ein bisschen nach Lanes Haus am Strand. Und ich weiß auch gar nicht mal, ob die Arena, die ich am Anfang am Startgebiet gebaut habe, ob es die überhaupt noch gibt oder ob die weggesprengt wurde. Es ist ja so, die Map wurde ja damals unheimlich krass gegrieft. Also immer wieder Dinge abgebrannt, Häuser abgebrannt, alles Mögliche ist kaputt gegangen, wurde kaputt gemacht. Aber wir machen Folgendes, ich ertrinke einfach mal. Wir fallen mal ins Wasser und ich mache mal Folgendes, ich gehe mal raus, zack, speichern und beenden.
Aber jetzt natürlich auf Survival umstellen und dann, das wird natürlich jetzt eine harte Geschichte. Ist auch gleich noch größer geworden, die Karte. Guck mal, 84 Megabyte groß. 84 Megabyte groß. So, dann beiße ich nochmal hier rein. Eigentlich suche ich das schöne Haus. Man könnte es jetzt so schön. Lane hat da noch eine Mühle hingebaut. Ich weiß es alles schon gar nicht mehr. Es kam jedenfalls im Jahr 2016 noch dazu, dass dann Lane, Pia, Dillus haben alle bei mir mitgespielt. Und ich habe das vernachlässigt, bei Cloud zu spielen. Wobei ich am Anfang des Jahres, muss ich auch sagen, ich habe den Arbeitgeber gewechselt. Ich habe damals noch in Schichten gearbeitet und konnte immer nicht so aufnehmen, wie ich gerne gewollt hätte. Und so konnte ich auch nicht wirklich zusammenspielen. Ich habe damals immer eine Woche spielen können und habe dann für 4 Wochen aufgenommen. So stand mein Haus auf Cloud Play Server ziemlich lange, ziemlich dumm rum. Also es war einfach so. Ja, schmeckt gut, Creme Brûlée. Und natürlich ist das klar. Der hat natürlich damals gedacht, Mensch, pass auf hier, ich gebe den Leuten hier die Möglichkeit. Und Cloud war damals einer der Größeren von uns. Der hat gesagt, ich gebe den Leuten die Möglichkeit, die können hier bei mir spielen. Ja, die können ganz groß werden. Ach, die Arena ist noch da. Es gibt gar kein Bett. Jetzt gehen wir nochmal in den Kreativmodus zurück. Hier auf dem Tablet brauche ich mir keine Sorgen machen, da ist das definitiv kein Problem. Der schafft die Leistung hier. Ja, und so habe ich halt das Spielen da ein bisschen vernachlässigt und habe dafür hier mit Lane zusammengespielt. Aus heutiger Sicht muss man sagen, das ist einfach tatsächlich so, der Cloud hat die Leute schon gut mitgenommen. Man sieht das an dem Bobby, den er groß gemacht hat. Und das schon alle, die Kalorienbombe. Man sieht es auch an Sari, den er mitnimmt im Moment. Und ich will ja auch erwähnen, das muss ich auch wirklich mal sagen, auch muss ich mich auch für bedanken. Auch mir hat Cloud eine Chance gegeben, nämlich er hat mir das Spiel Albion Online gekauft. Und seit er das gekauft hat, seit einem Jahr, versuche ich in regelmäßigen Abständen immer wieder dieses Spiel mal zu Let's Playen und zu zeigen, wie es überhaupt geht und wie es so ist. Und das müssen wir jetzt tatsächlich in einem Livestream machen, weil es anders nicht geht. Jetzt guck dir das mal an, Alter. Na gut, wenn der Ton abreißt, ist halb so wild, weil ich nehme noch mit Haikyuu MP3 auf im Hintergrund. Ey, jetzt ruckelt das. Guck dir an, wie das jetzt schon ruckelt hier. Wie mega krass einfach. Das war unsere Arena. Ich hatte damals eigentlich Folgendes vor. Ich wollte, dass wir hier oben mit einem Bogen an die Sache rangehen. Also, ich muss erst mal gucken, was wir hier überhaupt alles haben. Schwert, Bogen. Wo ist denn jetzt hier der Bogen? Wo ist denn hier der Bogen, da. Und dann, genau. So wollte ich es eigentlich haben. Ich wollte, dass wir hier oben stehen. Fall mal runter. Ah, es ruckelt ja, alter Schwede. Was ist das für eine laggy Party? Die Lava da unten offensichtlich. Ei, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir hätten sehen, was wir es hier beschießen können. Und das ist auch noch die Grundvariante. Der No4Plan hat das damals umgebaut. Der hatte hier eine gigantische, riesige... Erste Mal hier drauf, weil ich sagte, nö, auf dem Server spiele ich nicht. Es geht mir auf den Sack, es geht Matches auf die Nerven hier. Also so war das damals. Jetzt haben wir hier hinten. Ich würde sagen, das war weiß das Haus, was wir hier gleich finden. Also, guckt euch mal an, wie das sogar das Tablet hier in die Knie zwingt. Ist aber schön zergrieft hier, wie man das sieht. Hier, ja, da hat jemand schon mit TNT gespielt, deshalb auf dem heutigen Server, den ich da habe, gibt es das nicht. TNT lässt sich nicht mehr zünden da. Hier ist auch ein Haus. Ich hatte doch ein Haus im Himmel irgendwo. Ich würde sagen, ich hatte irgendwo was nach oben gebaut ist. Ei Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also auf dieser Map, ich muss mal überlegen, 80 Megabyte groß, ist sogar fürs Nvidia Shield zu hart. Da hinten, das könnte mein Haus gewesen sein, oder? Nee.
Hier ist eine 01 auf dem Boden gemalt. Das ist es auch nicht gewesen. Da aber. Hier, guck mal. Da hatte ich mich über die Bäume hoch, bin ich über die Bäume hochgeklettert. Hab mir hier hinten, genau, hab mir hier hinten so ein bisschen Skyblock-mäßig eigene Bäume angepflanzt. Das habe ich damals schon gemacht. Was ist denn da hinten los? Hühner? Ich kann mich, glaube ich. Ach, hier war ein Pool, da wollte ich angeln. Hier waren meine Felder. Und hier, genau. Unfassbar viele Hühner. Hier hat gebaut, ich weiß, das ist Schocks gewesen hier. Ein Luftschiff wurde auch zergrieft und abgebrannt. Und jetzt kommen wir hier in die richtige Richtung. Und ich glaube, hier war das Grundstück von Lane. Machen wir nochmal schauen, was da noch steht davon. Hier, okay, das war ein ausgehöhlter Berg. Das könnte, glaube ich, Dillus gewesen sein, der das gemacht hat. Es kann natürlich jetzt sein, dass das Ton, das Bildtonverhalten ein bisschen asynchron ist. Das habe ich hier oft in letzter Zeit, deswegen nehme ich auch im Hintergrund nochmal extra auf. So, hier ist das Netherportal, glaube ich, gewesen. Genau. Da ist Lanes Haus am Fluss. Jetzt gucke ich gerade. Nee, das ist die Mühle. Genau, das ist die Mühle. Und das ist das Haus mit dem Wasserrad, was No4Plan gebaut hat. Das ist immer so krass hier. Das, also wie Lane das macht hier. Die Felder. Wie krass das einfach aussieht. Und hier könnten wir uns jetzt einfach. Ich weiß, es ist alles nachgemacht von Gronkh. Das hat Gronkh letztes Jahr auch so gemacht. Der hat sich dann einfach einen schönen Platz gesucht, da einfach mal sich hingestellt und hat das einfach mal machen lassen, das Spiel, ne? Und da läuft ein Zombie rum. Wir werden das ja auch so machen. Ich werde jetzt mich auf Lanes Haus oben drauf stellen. Also ich schmücke mich quasi mit den Lorbeeren anderer, denn ich selbst kann das gar nicht. Ich bin sowas von unkreativ. So, jetzt fallen wir runter. Jetzt schauen wir doch mal, wie das bei Tag aussieht, wenn wir hier so ein bisschen in die Gegend schauen, ne? Und da können wir jetzt einfach mal ein bisschen reden. So, was war denn jetzt also 2016? Wir haben also, ich habe also dann bei Cloud ein bisschen stiefmütterlich gespielt. Das war ein bisschen schade, da hätte deutlich mehr. Da, also, das Ding ist halt dieses. Wenn ich mich bei Cloud mehr engagiert hätte, nicht? Also da, tatsächlich Albion Online, auch Let's Play hätte gleich sofort. Ich bin mir sicher, da könnte ich heute mit dem noch zusammen, wir könnten gemeinsam Teamspeak, was weiß ich, und wir könnten heute noch zusammen spielen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Denn der ist ja nicht jemand, der hat das ja bei Bobby und bei Sari auch gemacht. Ne? Also der hätte das auch bei mir gemacht, ohne Zweifel. Aber ich hatte damals die Zeit nicht. Dann habe ich den Job gewechselt. Da musste ich erstmal mit mir selbst so ein bisschen. Ich meine, dass mein Kanal überhaupt noch weiterläuft, muss man ja auch mal dazu sagen. Das ist, finde ich, ist eine glückliche Sache, eine schöne Sache. Wäre aber, würde ich aber jetzt grundsätzlich gar nicht so als grundsätzlich Voraussetzung sehen. Weil es ist also so, dass ich, wie gesagt, ich habe damals immer nur eine Woche Zeit gehabt und in der spielen konnte und jetzt habe ich eigentlich noch weniger Zeit. Und trotzdem ist aber jetzt, hat sich umgestrukturiert, es ist anders geworden. Ne? Ich habe dann angefangen mit meinem Sohn gemeinsam zu spielen. Und nun ist es halt so, das macht der halt mit. Das war vorher undenkbar, ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte nicht, dass der da dabei ist, der ist auch zu jung eigentlich dafür. Aber wieso nicht? Ich meine, andere spielen mit ihren neuen Kindern auch Minecraft und oder Terraria. Warum soll ich das nicht einfach auch mit ihm gemeinsam machen? Der muss ja jetzt nicht unbedingt im Kindergarten rumlaufen und das macht er ja zum Glück im Moment auch nicht. Und da erzählen, was er hier mit mir spielt. Es ist ja wirklich so, der bisher hat er das noch nicht erzählt und der kommt nächstes Jahr in die Schule, ja? 2017 ist das Jahr, wo mein Sohn in die Schule kommt. Da wird sich sicherlich auch einiges nochmal ändern. Ich gehe mal jetzt schon davon aus, dass in der Zeit im YouTube-Kanal wird es irgendwann ruhig werden hier. Aber andererseits muss ich sagen, fände ich es auch schade. Das sind 2 Jahre und im Moment ist es wirklich so, dass ich tatsächlich mit diesem YouTube-Kanal ein kleines bisschen Geld bekomme. Das ist durch euch nur so, dank euch. Wodurch ich jetzt in der Lage bin, zum einen die Qualität der Aufnahmen zu verbessern. So kann ich mir halt mein neues Mikrofon kaufen, was ich jetzt also gemacht habe. Und ich bin jetzt im Moment auch dabei, ich muss mir, weil ich jetzt nebenbei noch Abendschule besuche und Meisterschule mache, da werde ich mir einen Laptop kaufen müssen. Natürlich hat das, ist es so, dass dieser Laptop, den ich mir da kaufen werde, dass der durchaus in der Lage sein wird, die Livestreams noch besser zu gestalten, denn mein aktueller Rechner hat da echt Schwierigkeiten. Ich achte also schon darauf, das ist aber,
muss man sagen, das ist eine Sache, die passt zu anderen, denn ich werde für die Meisterschule einen Gaming-Laptop brauchen, deshalb, weil der, ich muss da CAD-Zeichnungen machen, ne? Und zwar hochauflösende bzw. hochanspruchsvolle Programme dafür nutzen. Und da brauche ich also sowieso einen Laptop, der das kann. Und dann werde ich versuchen, das auch zu nutzen. Ja? Und zu sagen, ich mache dann Livestreams auch mit dem Gerät. Das wird halt so generell, soll es auch so für die Familie sein. Aber wenn ich den in Raten zahlen würde, in Raten abzahlen würde, könnte ich jetzt schon die monatlichen Raten, könnte theoretisch der YouTube-Kanal bezahlen. Und das ist, wenn es kleine Raten sind. Aber das finde ich ganz schön cool, weil das hätte ich einfach nicht gedacht. Ne? Und ich versuche schon, dass von dem Geld, durch das Geld, auch so ein bisschen der Kanal besser wird, damit der Zuschauer auch Freude daran hat, hier zu bleiben und hier zuzuschauen. Und dann mal gucken, ob das so gelingen wird. Und ich hoffe schon. Und ich habe auch, das ist eigentlich grundsätzlich überall in den Videos jetzt mittlerweile verlinkt, ich habe eins meiner allerersten Videos, wo ich so ein bisschen Let's Talk gemacht habe, habe ich zu einem Spendenvideo gemacht. Das bedeutet, das kann man sich anschauen und da ist jede Minute eine Werbeunterbrechung drin. Es ist ja so, ich sehe das ja auch oft, ich habe teilweise 4 oder 5 Werbeunterbrechungen drin, weil ich klicke einfach immer auf, wenn ich die Monetarisierung anmache, also die Videos, die Werbung einschalte, drücke ich immer auf Vorschlag unten, ne? Also Placements vorschlagen. Dann sucht sich der YouTube-Algorithmus irgendwie raus, wo passt denn jetzt gerade eine Werbung rein, wo ist da gerade Ruhe oder wo bewegt sich das Bild nicht oder so, irgendwie sowas. Und an solchen Punkten macht er automatisch Werbung rein. Und die meisten von mir können sich ein Video hier anschauen, ohne dass auch nur eine einzige Werbeunterbrechung kommt. Siehst du, oh je, halt Husten. Da ist tatsächlich, hat sich Gorix im Spiel angeschlossen. Mal gucken, ob der mich hier findet. Ich denke mal nicht, der wird auch bestimmt gleich irgendwas schreiben. Muss ich das ein bisschen leiser machen, dass man das nicht hört hier, wenn jemand das schreibt. Also da. Gorix 1337, hallo. So, ich schreibe auch mal Hallo zurück. Aber entweder mache ich das WLAN gleich aus. Wir wollen ja ungestört sein hier. Wir wollen ja ungestört sein. Im Hintergrund. Gorex 1307, ich quietschibu. Ich mach's mal leiser. Im Hintergrund wird auch gerade YouTube aktiv sein und lädt ein Video hoch. Ey, guck mal, du siehst, das hängt sowieso total gerade. Das geht ja gerade gar nicht. Oh Mann, ey. Eine Sache, das würde nicht passieren, wenn ich nicht nebenbei noch aufnehmen würde. Wenn ich jetzt einen Laptop hier stehen hätte, das Bild da auf den Laptop übertrage und dort alles mache, ne? Da würde sowas hier nicht passieren. Alles klar, jetzt kommt das du erstmal. Na top, jetzt geht auch. Der Ton leiser. Top. Das können wir das so hin. Ja, erstmal aus. Warte mal, was war das jetzt? Wie kann ich meine Spielkontakte erweitern? Ich brauche Hilfe. Ich möchte mit anderen Leuten MCP zocken. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wie kann ich meine Spielkontakte erweitern? Das weiß ich auch nicht. Erstmal schön nicht. Das ist nur eine alte Map. So, er weiß nicht, dass er im Let's Rutsch auftaucht. Muss er auch nicht wissen. Das wird er ja dann sehen, wenn er zuschaut. Also ich muss man auch dazu sagen, die Videos schaut ja eh keiner großartig an. Man muss ja schon dazu sagen, ich gehe jetzt zwar auf 2000 Abonnenten zu, aber wie es halt schon immer so war, die Abonnentenzahl interessiert einen Plastifuchs. Es ist wirklich so. Am Ende ist entscheidend, wer guckt sich die Videos an. Und Cloud und Bobby haben ja die MCPE-Community, naja, ich will jetzt nicht sagen verlassen, aber im Moment sind sie ja da ein bisschen zurückgetreten. Und ich denke mal, das liegt unter anderem daran, dass einfach die Videos, die da gemacht werden, die man da dreht, jetzt bin ich erstmal runtergehüpft, die guckt sich doch gar keiner wirklich an. Es geht immer nur um eins. Es geht immer nur darum, wie kann ich mitspielen? Wie kann ich auf den Server kommen? Ja, das ist einfach, die Videos werden 2 Minuten angeschaut. 2 Minuten, vielleicht 3. Ja,
einfach nur, weil man unten reingeht, den Kommentar schreibt, den nochmal weglöschen muss. Ja, nur dadurch, 2-3 Minuten, da ich glaube, es gibt in der Community wirklich gute Zuschauer, nämlich zum Beispiel den Uwe Busch. Ja, der kommentiert so fleißig, der guckt sich so vieles an. Ich meine, ob der jetzt schafft, sich hier das Let's Rutsch anzuschauen, das ist, wage ich auch zu bezweifeln, weil das einfach garantiert viel zu lange wird. Ich denke mal, das wird die halbe Stunde doch überschreiten von der Dauer her. Aber der ist wirklich ein ganz beliebter in der Community, weil der die Videos richtig klasse kommentiert. Und wenn man daran erkennt, der hat sich auch das Video angeschaut, das muss man dazu sagen. Ne? Ich bin an Lanes Haus. So, okay. Was hatten wir also? So, jetzt haben wir also, waren wir im April 2016. Im April 2016 ist diese Karte hier eingestampft worden, weil es nur gekrieft wurde. Wir haben dann entschieden, das macht so keinen Sinn mehr. Und was ist dann passiert? Die Lane hat sich eine Nvidia Shield TV-Box gekauft. Die war leistungsstärker als mein Gerät hier und war dadurch besser in der Lage, das alles zu handeln. Also haben auf Lanes Server zu spielen. Und zu der Zeit ging es auch ungefähr los. Da hat der Bobby zum Beispiel, das muss man auch mal wirklich sagen, da hat der Cloud sich darum gekümmert, dass es eine Spendenaktion gibt, wo in der Bobby ein Nvidia Shield Tablet gesponsert bekommen sollte. Eine klasse Geschichte. Ich habe zu ihm gesagt, mach es bloß nicht so wie ich, dass du dein Gerät verkaufst, irgendwie was, weil ich habe nämlich mein Telefon damals ja verkauft, habe dann das Shield gekauft und hatte aber dann ja kein Telefon. Ne? Und habe dann noch mein anderes Tablet verkauft, habe mir dann ein Vico-Handy gekauft, war total unzufrieden, also war richtig unglücklich damit, bis ich dann irgendwann mir ein neues Handy und bin dadurch an ein Note 4 gekommen, mit dem ich wieder relativ zufrieden bin. Ich bin heute aber der Meinung, es geht auch nichts über Sony. Naja, gut. Jedenfalls, Bobby hat gesagt, nee, alles klar, du bin ich ja auch nicht, das mache ich nicht. Und Tatsache war so, in diesem Spendenaufruf hat der Cloud ihm Geld gespendet, ich glaube, es waren 20 Euro. Und dann hat der Sari noch was dazu gespendet. Ja, der Saringer ist, also Sari ist aufgetaucht in der Community. Der war schon lange Zuschauer von den beiden. Also hauptsächlich, ich denke mal, der Bobby hat damals noch mit einem normalen Telefon aufgenommen, mit AZ Screen Recorder. Ich habe damals mit SCA Screen Recorder aufgenommen. Es gab uns schon, es gab uns parallel. Wir kannten uns nicht und Sari war Fan von Bobby. So würde ich das einfach mal einschätzen. Und er wollte dem Bobby gerne helfen, also hat er auch Geld gespendet. Jetzt sind die aber zusammen, ich weiß es nicht, 30 Euro gekommen gewesen oder 50 und es hat kein anderer mehr gespendet. Ich meine, das ist doch klar. Wir haben eine Community, wir haben Zuschauer, die in der Regel jünger sind als 15. Zwar sagt mir YouTube in meiner Analytics-Studie, da zeigt es mir zwar an, dass der größte Teil meiner Zuschauer, beziehungsweise das der Hauptbereich, wäre zwischen 20 und 40 Jahre alt, aber von diesen Leuten kommentiert doch kaum einer. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da jemand wirklich, also weiß ich nicht, Zuschauer oder die fast alle 90%, die wirklich diese Klicks ausmachen letzten Endes, die wir hier bekommen, sind unter, sag mal einfach unter 18. Die haben keine eigenen Konten, die haben keinen PayPal. Wie sollen die denn jetzt bitte spenden? Und deshalb habe ich ja, wie gesagt, dieses eine Video gemacht, was ich von damals, mein erstes Let's Talk Video, was überall verlinkt ist, da kommt einfach immer eine Werbeunterbrechung. Und wenn man jetzt jemand unterstützen will, dann macht er sich halt dieses Video an und guckt sich das Video an und klickt halt die Werbeunterbrechung nicht gleich weg oder guckt sich das an oder guckt sich oder lässt das ganze Video durchlaufen und hört zu, während er die Werbung bereitet. Weil das ist eine Art der Unterstützung, da muss man kein Geld für bezahlen und man kann trotzdem unterstützen. Und das habe ich also so gemacht, ist oft anraten, das habe ich gesehen, das hat jemand gemacht, das Commander Krieger hat darüber gesprochen, das hat jemand gemacht gehabt und ja, weiß ich nicht. Jedenfalls hat dann der Sari, und das muss man echt mal sagen, das ist eine richtig geile Type, das muss man jetzt wirklich mal so sagen, und ich bin wirklich neidisch auf Bobby und kleine Fans haben, so jemand hat sich zu mir halt noch nicht verirrt, die beiden haben gesagt, richtig Glück, der Sari hat gesagt, pass auf, ich spende den Rest einfach komplett. Und der hat quasi dem Bobby zu größten Teil ein Nvidia Shield Gerät geschenkt. Ja?
Ich hatte von Cloud, wie gesagt, Albion Online geschenkt bekommen, was ich immer noch installiert habe, was ich immer noch nicht gespielt habe, was aber noch kommen soll, was in den Livestreams kommen soll. Ich habe also ab Mitte Januar 2017 DSL 100.000 mit einer 50 Megabit Upload-Rate, rein theoretisch. Und kann dadurch also sagen, pass auf, wir setzen uns jetzt alle 3 Wochen oder alle 2 oder alle 4, ich weiß noch nicht so ganz genau, donnerstagsabends zusammen oder freitagsabends oder keine Ahnung, wie wir das machen, vielleicht donnerstagsabends und zocken da im Livestream mit einer richtig guten Uploadrate. Gorix wird ein bisschen enttäuscht sein, dass er jetzt keine Antwort mehr gekriegt hat. Im Moment habe ich keine Nerv dafür. So. Sodass wir dann also sagen können, in diesen Livestreams können wir die sämtlichsten Spiele einfach mal ausprobieren. Und ein bisschen schade ist es, wie gesagt, mein Rechner ist im Moment nicht leistungsstark genug, aber wie gesagt, da muss ja definitiv ein Gerät her für die Meisterschule, damit ich da vernünftig arbeiten kann. Und dann gucke ich schon drauf, dass ich habe die Hoffnung, dass da dann richtig was läuft, dass richtig was geht. Ne? Blitzer hat es auch gerade geschafft, reinzukommen, toll. Und dann können wir, frage ich einfach mal Cloud, was er dem Bobby für einen Rechner zusammengestellt hat. Und baue mir oder bestell mir ein ähnliches Gerät. Das ist ja, der weiß zumindest, was er tut. Ja, es kam dann also jedenfalls im April, dass also bei Lane auf dem Server gespielt haben. Und auch da war es wieder so, dass Cloud und Bobby ihr eigenes Ding hatten. Ich habe bei Lane gespielt. Und irgendwie, wir hatten es hier mit Grifon zu tun. Es war nicht immer schön. Es war nicht immer leicht. Es hat auch nicht immer Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Ne? Immer diese Grieferschäden zu reparieren. Immer gab es Ärger und das Team wurde immer größer und es gab immer mehr Idioten auch dabei. Die haben tolle Sachen gebaut. Die Maps waren klasse, ja. Die haben wirklich, wirklich schöne Sachen gespielt und gebaut. Aber es war schon so, dass wir immer einen Griefer dabei hatten. Und dann kam die Zeit der Realms. Und auch selbst da in der Zeit der Realms ging es los. Die Lane hat gesagt, ich möchte gerne ein eigenes Projekt haben. Wir haben uns zusammengetan, ich habe ihr Geld gegeben dafür. Dann haben wir einmal halbiert den Realm und haben Lane Mania gegründet. Ja, also Lane wollte ihre eigene große Sache haben. Sie sagt, sie hatte das schon mal auf der PlayStation, da hat sie wohl gesagt, da hat sie um die 40 Spieler gehabt, die alle zusammengespielt haben. Ich weiß auch gar nicht, wie sie eigentlich zur Pocket Edition gekommen ist irgendwann. Das weiß ich alles gar nicht. Aber auf jeden Fall hat sie ja angefangen, Lane Mania zu spielen. Und ich war auch bei Cloud wieder gemacht, habe mich wieder bei Cloud zurückgehalten. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich hätte mit dem zusammenspielen können. Da wäre mein Kanal wahrscheinlich relativ schnell größer geworden und besser geworden. Ne? Und dann hätte ich jetzt vermutlich durchaus schon die Chance zu sagen, ey, pass mal auf. Ich verdiene jetzt doch ein bisschen mehr Geld und kann mir schon leisten jetzt. Und dann hätte ich vielleicht schon einen Laptop. Oder der Cloud hätte mir gesagt, was ich für einen Laptop kaufen kann. Der hat mich ja auch unterstützt. Also der hat mir ja zum Beispiel auch gesagt, welche Speicherkarte gut geeignet ist und so weiter. Also gut, das soll jetzt ja aber kein Fanboy-Video für Cloud werden. Auf jeden Fall kam es halt dann irgendwann dazu, dass Cloud anfing, sich von Leuten zu trennen, von denen er der Meinung war, dass die nicht in seine Community passen. Und da war dann eben auch ich dabei. Gut. Aus meiner Sicht nachvollziehbar. Ich weiß jetzt nicht, ob Lane auch dabei war. Mr. Kuno jedenfalls hat wohl noch bei Cloud gespielt. Wie es heute ist, weiß ich auch nicht mehr. Es ist, kam dann die Alpha, der Alpha-Test-Version von der 1.0, sodass ich gesagt habe, ich gehe diesmal in den Alpha-Test rein. Ich möchte jetzt hier einen Server haben. Da habe ich wieder angefangen, genauso wie das hier damals, habe ich ein Smartphone ausgepackt und habe da die Minecraft-Version 0.17, also 1.0 drauflassen lassen, Alpha. Und haben wir angefangen, wir wollten eigentlich Road to Ender Dragon machen, aber da ist dann Folgendes passiert, es kam keiner mehr von draußen auf das Smartphone drauf. Ich habe keine Ahnung, was da schief gegangen ist, es ging nicht mehr, es konnte sich keiner mehr mit der Karte verbinden und das ist dann auch eingeschlafen. Jetzt haben wir ja gerade wieder eben was ins Leben gerufen, mal gucken, wie cool das wird, bin ich gespannt drauf. Ja, und jetzt im Moment ist es ja so, Es gibt also die 1.0 Beta und ich kann jetzt auch bei Lane wieder mitspielen und ich werde jetzt auch mal gucken, ob wir das nicht hinbekommen. Ich habe jetzt zwar wieder einen eigenen Server hier und ich möchte gerne hier so im Survival-Modus auf dem eigenen Server ein bisschen spielen. Ich kann nachher mal gucken, wir können nachher nochmal reinschauen, gehen wir auf die andere Karte rüber. Wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angetestet oder kurz mal gezeigt. Da habe ich ein paar Add-ons installiert, wird also eine richtig coole, eine sehr anstrengende, sehr schwer ist es,
Viel Spaß macht es nicht, aber es ist cool. Ja, und was könnte man jetzt noch so sagen? Jetzt sind wir eigentlich so weit durch. Jetzt sind wir bei heute angekommen, ja. Das war das Jahr 2016 aus meiner Sicht. Was habe ich für Leute kennengelernt? Also, wir haben zusammengespielt mit Lane und Kuno. Wir haben Dillus haben wir kennengelernt. Denn Piero, der war nicht lange bei uns. Also, ich habe nicht lange mit ihm zu tun gehabt. Von Ace Talks damals noch, kennt man noch den Shox? Der war damals schon dabei. Es war damals schon No4Plan dabei. Der Weiß, der war dabei. Der Mobile Skiller, damals aber noch anders. Der war auch damals schon dabei. Und der ist auch. Das ist so krass. Die sind auch heute immer noch dabei, die Leute. Die sind immer noch wieder dabei. Wenn ich was Neues anfange, die kommen immer wieder. Die sind immer wieder da. Oh, das ist das Display dunkel geworden. Es wäre fast ausgegangen. Also die sind immer noch da, die sind wieder da. Immer wenn ich irgendwas Neues mache, tauchen die hier auf. Das finde ich eigentlich richtig cool. Und da sieht man eigentlich, die Leute aus der ersten Stunde sind auch jetzt noch da. Und wenn ich jetzt schaue, wer sich bei Lane für Lane Mania 4.0 beworben hat, das sind die auch wieder dabei. Das sind die einfach auch wieder dabei. Das sind wirklich so mittlerweile die Leute, die am längsten mit uns zu tun haben und das immer noch machen. Und offensichtlich spielen die immer noch Minecraft PE. Ich hätte immer gedacht, dass die irgendwann freiwillig aufgeben und sagen, ey, das Spiel ist ja langweilig. Oder was weiß ich. Hab gerade das Mikrofon ein bisschen versetzt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlechter, sondern eher besser geworden mit dem Ton. Was haben wir vor? Wir haben jetzt vor, im Jahr 2017 möchte ich gerne Gronkh mal treffen. Gronkh und Pandora, Mensch, ich meine, die sitzen ja nun eh schon. Also, wenn ich das auch so, das muss ich eigentlich mal sagen, wenn ich das so sehe, Gronkh und Pandora, die haben, eigentlich haben die so ein unfassbares Glück. Die haben so krass, also Gronkh ist ja nun mit dem größten deutschen YouTube-Gaming-Kanal, das ist ja so unfassbar, die haben jetzt, ich weiß es nicht, ein Häuschen gekauft oder neu gebaut, ich weiß es nicht, unten im Keller. Haben die eine Livestream-Station vom Allerfeinsten platziert? Es ist schon mega krass. Und natürlich träumt jeder davon. Jeder träumt irgendwo davon zu sagen, ich verdiene mein Geld, indem ich Spiele spiele. Mal schlechte, mal gute. Am Ende ist ja das Spiel völlig egal, wenn der Typ, der das spielt, eine coole Socke ist, ne? Und das macht Gronkh ja gut. Viele sagen zwar mittlerweile, also ich habe schon ganz oft gehört oder gelesen, Gronkh ist mittlerweile ausgelutscht und ich will das nicht mehr gucken und so. Ja, man wird ja selber auch mal älter. Man muss ja auch mal bedenken, dass man selbst, während man Gronkh schaut, und der ist ja nun mittlerweile, wenn ich überlege, der war 5 Jahre, der Kanal war 5 Jahre alt, als ich angefangen habe mit YouTube. Und jetzt dann muss er ja jetzt 7 Jahre alt sein, der Kanal. Und wenn es jemand von Anfang an Gronkh geschaut hat und sagt, ey, ich war Fan der ersten Stunde, naja, dass der nach 7 Jahren selbst auch ein anderer Mensch ist, das ist ja völlig normal, oder? Also, und wenn man dann selbst ein anderer Mensch wird, stellt man vielleicht fest, ey, das habe ich vor 5 Jahren mal geguckt, das ist heute nicht mehr mein Ding. Naja, gut, das ist es so. Aber dann gibt es neue Leute, die 5 Jahre jünger sind als du und die gucken es wieder an. Ja, also, ich kann nicht sagen, dass Gronkh irgendwie ausgelutschter sei, als es jemals war. Er ist halt einfach immer noch er selbst und er macht es immer noch so, wie es ihm Spaß macht. Oh, ich mach mal das da weg. Kann ich das wegmachen? Schau mal, das ist ja hässlich. Hättest du auch gleich sagen können, dass da was Hässliches ist im Bild. Guck mal, bei Lane, da leuchten die Fenster da drin. Ach, das ist schon cool. Das ist schon schön. Da unten, das Portal. Das war schon eine geile Map. Aber das ist zum Beispiel Lanes Bauart gewesen. Die hat immer, das muss alles in die Welt reinpassen. Es muss dazugehören können und so. Cooles Ding. So. Ne? Also, das ist halt einfach nur. Gronkh verändert sich halt, glaube ich, nicht mehr so viel weiter. Der ist immer noch er selbst. Und da ist es. Ich meine, das ist ein Mann, der ist erwachsen. Aber der behält seinen Stil bei. Und ich denke, die meisten Zuschauer, die werden einfach älter. Und was Gronkh halt zum Beispiel nicht, Gronkh macht keine Ego-Shooter zum Beispiel. Naja, wenn jetzt ein 10-jähriges Kind bei ihm Minecraft guckt oder was weiß ich, Terraria spielt er ja gar nicht. Terraria gibt's ja nicht bei ihm. Dann wird das Kind vielleicht mit 15, wenn es kein Kind mehr ist, in dem Sinne, sagen, ey, ich möchte jetzt aber gerne mal bei irgendeinem anderen hier Call of Duty, Black Ops oder was weiß ich schauen oder. Ne? Also, dann sagt man, ja, das ist der Gronkh ist so kuschelig, der macht nur so eine, der spielt doch nur so. Aber
Er macht's immer noch. Und er verdient damit echt gutes Geld. Und er unterhält seine Zuschauer. Das finde ich ganz klasse. Und wo wir da gerade beim Zuschauer unterhalten sind, stelle ich auch gerade, ich überlege die ganze Zeit, was für mich mehr Sinn macht. Ob ich jetzt in Zukunft zum Beispiel, wenn ich Livestreams mache, ich habe ja wirklich vor, das jetzt wirklich öfter zu machen. Und das erzähle ich schon seit 2000, ich weiß gar nicht, seit Anfang 2015 oder so, erzähle ich schon, dass ich Livestreams machen möchte. Und wir haben damals, ich habe schon damals versucht mit einer Handy-App, es gibt Livestream-Bilder, Videos schon, da habe ich vom Handy aus live gestreamt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, was war denn das damals? Greenstream, Mirroring oder ich weiß es gar nicht mehr. Geht mir alles viel besser und viel einfacher, ohne Zweifel. Ne? Sogar Ingame-Sound, alles dabei. Aber die Internetleitung hier, die könnte man voll vergessen. Ich habe einen Upload von 1,2 Megabit pro Sekunde. Und das wird, seit ich mich entschlossen habe, das DSL 100.000-Paket zu buchen, wird das nur immer schlechter. Eine Downloadrate ist mittlerweile bei 8 Megabit statt 16 und der Upload ist mittlerweile bei 1,2 statt 2,0. Und bei dem Shield-Tablet muss man auch dazu sagen, ja, man kann den Upload, die Megabit pro Sekunde, die Bitrate, die kann man nicht verstellen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Livestream starten will, macht er den in voller Leistung, also so wie er das für richtig hält. Und dann 720p ging gar nicht. Es war furchtbar. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Wir haben es mal Vainglory Livestream haben wir mal gemacht. Da habe ich zusammen mit ein paar Leuten Vainglory gespielt. Jetzt spiele ich lieber Mobile Legends. Das können wir uns gerne mal zusammen anschauen. Das möchte ich auch gerne aufnehmen. Vielleicht schaffe ich es heute noch eine Folge mal aufzunehmen. Jetzt, die könnte dann jetzt in den nächsten Tagen sogar online kommen. Oder vielleicht ist es schon online gekommen. Vielleicht schaffe ich es aber auch nicht. Je nachdem, ob ich mich hier mal ausquatsche oder ob ich das noch länger eine Länge ziehe. Am Ende guckt doch sich das eh keiner an. Das ist ja das Problem, wenn man, ich habe ja kein Skript. Das hat Gronkh ja auch nicht. Was ich ja auch immer sage, ich versuche ja, nah an meinen Zuschauern zu sein. Und das bedeutet, dass ich mir Mühe gebe, die Videos, die ich mache, kundennah zu machen. Also das heißt, am Zuschauer die Kommentare alle zu beantworten. Schade ist das bei Terraria ein bisschen, da habe ich sehr viel Vorlauf. Also da habe ich im Moment so immer noch um die eine Woche Vorlauf an Videos. Deswegen kommt Never Alone rein zurzeit, ne? Dass einfach mal ein bisschen mehr Terraria gespielt wird, um mal die Videos, die ich schon voraufgenommen habe, ein bisschen ranzubringen. Ich habe immer gedacht, die Videos, die ich jetzt mache, die mache ich doch sowieso für Leute, die sich das mal in 2 Jahren angucken. Das guckt doch sich kein Mensch heute das Video an, was online kommt. Also das habe ich immer gedacht, ne? Und wenn ich jetzt das so sehe, ich gucke jetzt mal einfach hier gerade mal auf meinem Smartphone rein. Ich habe heute noch gar nicht reingeguckt, ich gucke immer so nachmittags mal rein. Ich versuche jeden Kommentar zu beantworten, wirklich jeden. Ich sehe zum Beispiel jetzt, die Abonnentenzahl ist gestiegen um 55 in den letzten 28 Tagen. Ich habe da schon mal 75 stehen gehabt, ja. Der Kanal ist schon mal schneller groß geworden. Aber es hat mich jemand gefragt, wie hast du das geschafft, so groß zu werden? Ich habe 1700 Zuschauer. Und von den 1700 Zuschauern, jetzt gucken wir mal hier rein. Pass auf, wir gucken mal hin. Ich mache mal die YouTube-App auf und gucke mal auf meine aktuellen Videos. Da gucken wir mal rein, was heute veröffentlicht wurde. Heute ist der 28. Dezember. Ich hoffe überhaupt, dass ich es schaffe, das am 31.12. hier online zu stellen. Das muss noch gerendert werden. Das wird eine so viel große Datei, das werde ich gar nicht schaffen. Ich werde es in 2 Teilen hochladen müssen, dann zusammenschneiden bei YouTube. Und um Himmels Willen, das wird so krass. Ich weiß sogar, wie es gehen soll. Heute zum Beispiel habe ich Never Alone Folge 5 hochgeladen, hat bisher 13 Aufrufe. Ich habe Terraria hochgeladen, hat 76 Aufrufe. Ist ein krasser Unterschied. Das ist ein so krasser Unterschied. Ich meine, da sieht man es doch. Die Leute, die Zuschauer drängen den YouTuber in eine gewisse Richtung. Wenn ich also jetzt sehe, Never Alone guckt sich kein Schwein an, dann denke ich mir, schade. Warum? Okay, warum? Kann ich mir nicht beantworten. Vielleicht, weil die Zuschauer den Never Alone suchen bei YouTube, jetzt noch nicht danach suchen. Und die aktuell bei mir sind im Kanal, die sagen sich, Never Alone, das interessiert mich in Feuchten. Ne, Terraria geht da schon ein bisschen besser. Das führt aber dazu, dass man sagt, okay, wenn Terraria so gut geht, spiele ich halt nur noch Terraria. Aber das nennt man das, was die schon immer bei YouTube bemängeln. Die Zuschauer ziehen sich ihre YouTuber so ran, wie sie wollen, indem sie sagen, wir gucken nur das eine Format.
Und dann kannst du machen, was du willst. Da kommt kein anderer. Ich zum Beispiel hier, sehe ich zum Beispiel hier, was wirklich gut ankommt, der Minecraft Pocket Edition Test Stream. Ne? 146 Aufrufe. Das heißt, jeder Zehnte hier von den Abonnenten hat sich das angeschaut. Auf, könnte man das zumindest rein statistisch mal so sagen. Ne? Der direkte Weg zur Hölle bei Terraria, 118 Aufrufe. Hier nochmal Terraria. Das sieht man jetzt wieder, Minecraft Pocket Edition, ja. Hat 61 Aufrufe am gleichen Tag wie Terraria, 127. Das, wenn du dir meine Videos anschaust, da wird niemand auf die Idee kommen zu sagen, das ist ein großer YouTube-Kanal. Das ist kein großer YouTube-Kanal. Ich bin seit 2 Jahren da, ich habe eine Menge tote Abonnenten, aber in real kann man sagen, steht mein Kanal auf einer Abonnentenzahl, wie Sari auch, bei 250 oder 270 oder irgendwie sowas. Ne? Das wäre das Realistische, das ist das Reale. Ne? Angel Dust zum Beispiel, Quitchy Lees, ich gebe mir so eine Mühe bei diesen Minecraft-Büchern, beim Vorlesen. Ja? Und das will irgendwie niemand sehen. Ne? Das ist schade. Und das ist halt das, wo man irgendwann sagt, ja, oder wenn ich an diese Final Fantasy-Folgen denke, wo Cloud zum Beispiel in Folge 7 den eingesprochen hat, die guckt sich auch kein Mensch an. Die guckt sich kein Mensch an und das ist so schade. Da habe ich mit anderen YouTubern zusammengespielt, ja. Also nicht gespielt, sondern die haben rein eingesprochen, haben die. Die haben alles aufgenommen für mich. Den ganzen Sound und die ganzen Sprechblasen aufgenommen. Das ist schade. Das will halt keiner sehen, ne? Final Fantasy 7 synchronisiert, hat bisher nur 10 Videos. Ich müsste mal gucken. Warte mal, ich habe da die andere App hier noch, wo man Statistiken mal ein bisschen sehen kann. Das können wir jetzt mal machen. Let's Rutsch, wir können quatschen über was immer wir wollen. Ich hatte eigentlich vor, das Let's Rutsch jetzt als Livestream zu machen. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen, hätte mir ganz gut gefallen. Da könnte ich nämlich nebenbei noch auf eure Fragen eingehen. Wir hätten das auch machen können. Aber ich hatte ja gehofft, dass das Internet bis dahin jetzt schon da ist, dass die Technik schon da ist und es alles schon schneller geht. Ne? Aber leider ist es nicht so. Und dann nehme ich es einfach jetzt so auf und renne das dann durch. Und ja, guck mal einfach mal, was da noch passiert. Wie oft das jetzt schon Tag und Nacht gewesen ist, hast du mitgezählt? Überhaupt schon mal? Ich weiß es nicht. Ich gucke auch nicht hin. Ich gucke jetzt mal hier rein in die Playlists. Da sehe ich zum Beispiel die Playlist Never Alone. Hat 9 Videos. Was? Und nur einen Aufruf. Die Videos sind Never Alone 35, 40, 25, 27, 13. Okay. Naja, gut. 45, immerhin 45 Aufrufe. Das ist geil. Ach, guck mal hier. Terraria. Alter Falter. Terraria-Playlist, ja. 35.855 Aufrufe. Und wenn man jetzt natürlich guckt, wie weiter man hinterkommt, die haben alle schon, guck mal hier. 900, 600, 500, 400 Aufrufe, 900, hier 1105, das ist schon krass. Das ist schon krass. Die Terraria-Videos, und hier hat es aufgehört. 726, Folge 62, und dann war Schluss. 300, 200, 300, 300, tja. Dann kam wieder 700, 1200, alles klar. Und dann ging alles von vorne los. Die Fan-Gameplay-Moderiershow. Das war auch eine coole Sache. Fan-Gameplay-Moderiershow. Da hat der Schox gespielt. Und ich habe einfach, oder ich habe beziehungsweise, ich habe von Zuschauern Gameplays genommen, von kleineren YouTubern, habe diese Videos dann hochgepackt und habe dazu geredet. Habe Kommentare vorgelesen, kommentiert und so weiter. Aber irgendwie auch komisch. Hat nicht so richtig, nicht richtig angekommen. Wobei ich aus heutiger Sicht sagen muss, oh, schon wieder ist das betrunken geworden. Auch um die 200 Aufrufe pro Video. Also so schlecht ist es am Ende auch nicht gelaufen. Ne? Das ist da wieder dieses hässliche Kreisding. Jetzt machen wir es gleich weg, bevor du das wieder... So, und dann haben wir angefangen, Quitchy Junior reinzunehmen. Genau, ich habe... Moment, da ist die Playlist hier von Quitchy Junior und dann ging es von vorne los. Da haben wir zusammen gespielt. Quitchy Boo und Endless... Beziehungsweise Quitchy Boo. Oh, jetzt schneit es? Nee. Und Quitchy Junior. Ja, das war also dann dieses Jahr. Ich hatte also ein Jahr Pause. Man müsste jetzt mal gucken, von wann, warte mal, wann haben wir denn Terraria wieder angefangen zu spielen? Wir haben hier die Folge 34 der Staffel 03. Die haben wir veröffentlicht am... Steht das hier irgendwo? Da kam an Uwe auch schon dazu. Hä?
Weiß ich, ach so, mit Geleit. Ja, okay. Mehr Anzeigen. Ich weiß gar nicht, wann habe ich denn das veröffentlicht? Durchschnittliche Wiedergabedauer 2 Minuten und 35. Ist furchtbar. Ich sehe es gar nicht. Ich kann es gar nicht sehen hier, wann das veröffentlicht worden ist. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, echt fast ein Jahr Pause gehabt bei Terraria, weil es keinen Spaß mehr gemacht hatte. Ne? Weil ich nicht mehr vorankam. Und jetzt ist es so, dass mein Sohn, der geht da so drauf ab, dem macht das so einen Spaß, dass wir nur noch Terraria spielen müssen hier. Und jetzt steigt da auch gerade die Zuschauerzahl wieder so ein bisschen. Also wir sind von 90 Aufrufe, 144 Aufrufe und sowas. Ja, mittlerweile sind wir bei fast 200 wieder, wobei 165. Es hält sich kontinuierlich irgendwie, die hält sich das so. Ich habe auch festgestellt, ich habe mir mal die Analytics angeguckt, die meisten würden jetzt erwarten, wenn man einen YouTube-Kanal aufmacht, ja, dass das irgendwie schneller wird alles. Also dass das so eine Parabel bildet, ja, dass man sagt, es geht los, null Abonnenten, null Klicks. Und dann nach 2 Monaten 20 Abonnenten, 400 Aufrufe. Irgendwie, ja. Noch 2 Monate später schon 80 Abonnenten und schon 2000 Aufrufe, ja. Dass man sagt, das geht nicht gerade hoch, so, sondern das ist eine Parabel. Es wird immer schneller. Je mehr Leute man hat, umso mehr supporten einen die Leute und umso schneller wächst der ganze Kanal dann. Und am Ende ist es halt so, dass es immer schneller wird nach oben hin, ja. Ja, ist aber nicht so. Also bei mir ist es nicht so. Bei mir ist es schon immer von Anfang an schon so, das ist eine gerade Linie nach rechts. Das ist auch keine linear ansteigende. Das ist eine gerade, eine konstante Linie. Mein Kanal wächst seit dem 3. Monat, glaube ich. Also seit, das war noch 2014, wächst er immer mit 40 bis 60 Zuschauern pro Monat. Immer. Das ist schon immer so. Und es ist auch nicht mehr geworden. Es ist nicht so, dass man sagt, jetzt habe ich fast 2000, jetzt wären es 100 Zuschauer im Monat. Und dann 150 irgendwann, ja. Das wird immer schneller und schneller. Nee, es ist so nicht. Das ist überhaupt nicht so bei mir. Es ist und bleibt, wie es ist. Es kommen aktive Zuschauer, kommen sowieso nur schwer dazu. Aber es ist schon immer so, der wächst zwischen 30 oder zwischen 40 und 60 Abonnenten pro Monat. So wächst mein Kanal, schon immer. Und das heißt, es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Wenn das so weitergeht, ist es eine Frage der Zeit, bis irgendwann, 2025, ich auch mal auf 10.000 Abonnenten komme. Der Cloud ist da besser, der macht das ein bisschen individueller, das macht der. Da muss man auch dazu sagen, ich will hier auch mal Folgendes erzählen. Viele gibt es ja, die schimpfen auf andere YouTuber, weil sie Clickbait-Titel machen. Ja? Clickbait heißt ja, ich nehme einen Titel und ich nehme ein Bild und das suggeriert irgendwas, was am Ende aber gar nicht drin ist und die Leute klicken einfach drauf. Ja? So kriegst du Klickgeilheit hin. Also das heißt, wenn ich jetzt, ich schreibe einfach in jedes Video rein, Minecraft Pocket Edition Version 1.3, ja? Oder 1.1 oder was weiß ich, was es noch gar nicht gibt. Dann die klicken Leute erstmal drauf, weil sie wollen wissen, was ist denn hier los. Ne? Und dann wird geschimpft und sagt, ey, da macht Clickbait, was ist denn das für ein Vollidiot und das macht doch keinen Spaß mit solchen Deppen und dann mit denen teilen wir uns die Community und so. Und am Ende muss man aber dazu sagen, jeder hat irgendwo seine Strategie, wie er an Zuschauer kommt, bloß ich irgendwie nicht. Also ich habe irgendwie keine Strategie. Ich mache einfach irgendwie, ich lade irgendwelche Videos hoch, spiele das und hau die da irgendwie rein. Ich gucke, ich schreibe ein bisschen was in die Text unten hin und ich schreibe ein bisschen was in den Titel. Aber irgendwie kriege ich es offensichtlich nicht hin, dass Leute auf mich aufmerksam werden. So. Das macht ja aber zum Beispiel jemand anders, andere machen das ja anders. Also wenn man jetzt sich die Zuschauer anguckt, die Clickbait machen, irgendwie müssen die ja auf die erste Seite kommen beim YouTube-Algorithmus. Ja? Die wissen nämlich genau, wie der Algorithmus funktioniert. Und das weiß ich nicht. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel so schimpfen will über Clickbait-Titel, man muss aber auch sagen, der Cloud zum Beispiel weiß auch ganz genau, was er in seine Kommentare schreibt, in seine Tags unten reinschreibt. Ja. Der weiß auch, wie er das hinbekommt, dass er in der YouTube-Suche auf den ersten 2, 3, 4, 5 Plätzen auftaucht. Oder Seiten, wie es auf den ersten 2 Seiten auftaucht. Ja. Das weiß er ganz genau. Der macht jetzt kein Clickbait in den Namen. Und er macht auch keine Bilder, die nach Clickbait aussehen. Ja. Aber er weiß genau, was er in die Text reinschreiben muss, wonach gerade gesucht wird. Er ist da, er guckt, er analysiert alles ganz genau. Er weiß die Google-Suchanfragen. Der Cloud ist da. Er weiß auch genau, was er da tut. Ja? Und so wird eben auch der Cloud groß.
Und natürlich ist es so, der steckt da viel Mühe rein. Ich weiß nicht, ob er eine Frau hat, ich weiß nicht, Kinder hat er glaube ich nicht. Aber er steckt da halt viel Zeit und viel Mühe rein. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, dass der seine mittlerweile 12.000 Abonnenten geknackt hat. Und jetzt muss man dazu sagen, da gibt es den One-Click, der hat 19.000, fast 20.000 Abonnenten, der macht Clickbait-Titel. Ja, ob ich jetzt die Mühe da reinstecke, immer zu analysieren, was hier gerade gesucht wird und wo der Trend liegt, ja, oder ob ich die Mühe dahin investiere, alle meine alten Videos immer wieder zu bearbeiten, neue Texte reinzuschreiben und so weiter. Das ist doch am Ende egal. Wer Mühe investiert, der wird groß. Und wer keine Mühe investiert, der wird nicht groß. So einfach ist das. Das ist alles. Das ist der ganze Trick. Und ich arbeite jetzt als Lehrer. Ich habe immer gesagt, Leute, also meine Schüler wissen nicht, wie mein YouTube-Kanal heißt. Ne? Ich sage immer, ich kenne mich ein bisschen aus mit YouTube und die Schüler finden das ganz geil. Die sagen, ey, pass mal auf, das ist doch cool. Ein Lehrer, der Ahnung hat, was in unserer jugendlichen Welt so abgeht, der sich auskennt mit ApoRed und mit Gronkh und mit Dehner und ja, die Namen, die man so kennt, ja. Katja Krasowitschek, können sie ja auch irgendwie alle. Und das finden die ganz cool. Ja? Und die wollen alle wissen, wie heißt denn ihr Kanal? Wir können mal gucken. Und da sage ich, nee, ich möchte nicht, dass jemand, der mich aus dem realen Leben kennt, der meinen Namen kennt, dass der irgendwie in die Versuchung oder in die Gelegenheit kommt, das irgendwie in die Kommentare zu posten. Ja? Ich möchte, dass das getrennt bleibt. Deswegen habe ich auch versucht, bei unseren Weihnachtsfolgen meine Kinder, mein Kind und meine Frau und so und mich auch, was die Gesichter angeht, aus dem Bild zu halten. Weil ich nicht möchte, dass das irgendwie zu öffentlich wird. Ja, es soll schon irgendwo ein anonymes Ding sein hier. Ja, wobei ich kaufe mir eine Pixelbrille, eine Pixelsonnenbrille und dann mache ich die Livestreams mit Kamera. Das habe ich mir schon vorgenommen. Ja, so wie dazu. Jedenfalls habe ich zu denen immer gesagt, wenn ihr einen YouTube-Kanal machen wollt, der ganz schnell die 100.000 Abonnenten knackt, ja, dann müsst ihr das machen, indem ihr Hater auf euch zieht. Nämlich genau so hat Tanzverbot gemacht, das muss man mal dazu sagen. Tanzverbot macht ja heute relativ vernünftige Videos, das ist heute ein ganz doofer Typ. Aber der hat angefangen, die Minecraft Pocket Edition Community zu beschimpfen. Ja, der ist auf alle losgegangen, der hat bei Cloud in die Kommentare geschrieben, hat ihn beleidigt, der hat mich beleidigt, der hat bei Bobby beleidigt, der hat, ne, verpisst euch hier von YouTube, ihr habt ihr nicht verloren, lasst das mal für uns vernünftige YouTuber, die ganze Plattform und so. So hat er sich einen Namen gemacht, weil dann haben andere YouTuber, kleinere, ich glaube Swiss Games war damals zum Beispiel einer davon, die machen dann nämlich Folgendes, die machen Videos über den. Die machen Videos über den und da schreiben sie rein oder erzählen ihm hier, guck mal, du mit deinen luschigen 500 Abonnenten, du kommst mir hier an, von wegen, du machst die besten Videos und so weiter. Ne? Ja, wenn aber alle über den Videos machen und alle ihn vorstellen, was machen denn deren Zuschauer? Na, die gehen da hin und die abonnieren da, weil sie gucken wollen, wer als nächstes dran ist. Ja, so kommt das. So kommt das. So, jetzt gucken wir mal hier. Es ist jetzt hier mittlerweile durch den Regen, kann man das sowieso nicht mehr sehen. Was ja eine Katastrophe eigentlich ist. Du siehst hier, das leckt gerade tierisch. Na gut, ich nehme nebenbei auf, das müssen wir dazu sagen. Jetzt. Och Mann, ey. So, speichern, beenden. Und jetzt gucke ich mal, ob ich es schaffe, ob ich nochmal in die andere Map reinkomme. Ja? Um mal zu gucken, wo wir da gerade sind, was wir da eigentlich gerade so vorhaben. Freunde. Und hier, Realm-Einladungen. Guck mal hier. Niemand da. Keiner spielt da drauf. Geht's schon wieder nicht? Ich meine, das wäre natürlich schon schade. Wenn jetzt hier gleich kommt, keine Verbindung zur Welt, dann können wir das ganze Ding jetzt gleich sein lassen. Ich habe auch gesagt, also man muss jetzt wirklich Folgendes machen. Wenn ich jetzt meinen Laptop gekauft habe und der abgezahlt ist, dann habe ich schon irgendwann auch die Idee, ich habe auch überlegt, ob ich einen Realm aufmache, ne? Einen eigenen Realm. Jetzt bin ich ja natürlich gespannt, ob die Lane wirklich meine Karte benutzen wird, die ich ihr geschickt habe, weil das wäre dann ein ziemlich cooler Realm. Und dann spielen wir bei Lane Mania einfach wieder los. Da wird es eine richtig geile Action-Adventure-Map. Weil das ist es nämlich im Moment. Wenn ich jetzt hier reingehe und es gleich zeige, du wirst es ja in den nächsten Videos sehen. Wir haben heute mit meinem Sohn zusammen 3 Videos aufgenommen, also 3 oder 4. Wenn das alles läuft, dann kannst du sehen, das gibt Spieleinladung Crash, da habe ich eingeladen. Das ist also die Map, die hier
wir haben uns da in den Boden eingegraben. Ich gehe mal eben oben raus. Ich packe mal schnell alles in Kisten ein. Hier haben wir uns in eine Höhle einfach zwei Betten reingebaut. Werkzeuge. Ich mache mal jetzt alles hier, was ich so... Ich nehme mal nur ein Schwert mit raus. Die Werkzeuge packe ich mal hier rein. Hier hinten Steine, da kommen natürlich noch Schilder ran. Das wird alles ein bisschen schicker. Die drei Kerzen, die ich noch habe. Ach, die kommen mit hier rein, wollte ich eigentlich sagen. Ach so, jetzt gehe ich mal mit dem Schwert nach draußen. Ich weiß nicht, ob gerade Nacht ist, keine Ahnung. Aber da wirst... Oh! Eieiei, ach du Scheiße. Oh, hör doch auf. Jetzt haben wir eine Riesenspinne hier vorm Haus sitzen. Ich bin vergiftet, mega nice. Noch eine Riesenspinne, die reingekommen ist. Mach mal das Brett erstmal zu. Eieiei. Wir haben nichts zu essen und nichts da. Guck dir mal diese Riesenspinne an. Allgott. Das ist die Spinnenkönigin. Das ist ein Add-on, ja? Spinnenkönigin-Add-on. Finde ich ziemlich cool. Und wir haben natürlich nichts zu essen da. Keine Brote, ich habe Hunger. Aber es ist alles nicht so schlimm, weil ich habe ja hier unten drin alles, was ich brauche. Wenn ich jetzt so sterbe, falle ich sowieso hier unten ins Bett. Crash Styler, hallo? Ich will doch diese Spinne loswerden. Ich will mal so eine Riesenspinne. Die muss doch irgendwas Geiles fallen lassen. Oh, guck dir die Riesenspinne an. Guck dir dieses riesige, krasse Vieh an. Und die spuckt nämlich Eier. Die spuckt Spinneier und dann kommen die Minispinnen daraus. Man hat eigentlich nur eine Chance gegen dieses riesige Vieh, wenn man... Was ist das jetzt? Man hat nur eine Chance gegen das riesige Vieh, wenn man sich irgendwo verstecken kann, wie ich gerade. Oh, da ist wieder so eine kleine Minispinne. Alles klar. Gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich hoffe mal, dass sie nicht da im Flur entgegenkommt. Das kommt sie aber. So. Bin ich wieder vergiftet? Wo ist sie denn? Wo ist sie jetzt hin? Hä? Ist sie auf den Berg hochgekrabbelt? Oben ist ein Skelett. Hier ist noch eine Minispinne. Hier ist ein Skelett auf einer Spinne. Na klar, natürlich. Skelett auf der Spinne, alles mega klar. Jetzt ist es hier drinne. Das darf doch nicht. Hau ab hier. Verschwinde aus unserem Haus. Ei Gott, ei Gott, ei Gott, ei Gott. So. Ja, top, top. Alter. Hau ab, du Vieh. Jetzt ist die Spinnenkönigin wieder weg. Jetzt haben wir natürlich Scheibenkleister. Gut. Das jedenfalls erwartet uns jetzt noch als nächstes hier im Kanal. Können wir erstmal schön einsammeln, alles hier schön. Alles weg. Schwert habe ich wieder. Aber Spinne ist weg. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Die ist weg. Ja, also das ist jetzt so die Map. Das wäre also richtig cool, wenn das jetzt zum Beispiel die Lane auch nutzen würde. Oh, hier hat schon jemand echt nice dafür gesorgt, dass wir hier was zu essen kriegen. Ey, Mann, ey. Es ist noch nicht Tag, man hätte noch warten müssen. Jetzt muss ich gucken. Ich nehme meine Spitzhacke mit als Waffe raus. Jetzt wollte ich eigentlich einen letzten Rutsch machen. Was mache ich jetzt? Jetzt nehme ich hier auf, wie ich Minecraft spiele. Aber die Sachen muss ich wieder einsammeln. Das wäre jetzt dramatisch, wenn ich das alles verliere. Hau ab, du Vieh. Die halten eigentlich nicht viel aus. Nee, halten sie auch nicht. Nee, TP machen kann ich nicht. Ich habe ein paar Samen. Das muss ich später mal machen. Also das mache ich später nochmal. Dann müssen wir ein bisschen warten. Okay. Gut. Ja, schade. Ich schreibe mal eben schnell zurück. Du musst über den Sandweg kommen. So. Also das wäre jedenfalls das, was es Neues gibt auf dieser Map. Was uns da im Moment also erwartet und was da auch ganz schön Spaß macht, ist actionreich, aber fetzt. Aufgrund dieser coolen Add-ons, die ich da installiert habe, macht das schon Spaß. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich eigentlich noch so erzählen sollte. Ich bin, glaube ich, eigentlich weitestgehend durch mit dem Jahr 2016. Wir haben 2016 das 1500 Abonnenten-Spezial geschafft, wo ich ein neues Auto mir zugelegt habe, das ganze YouTube meine mal aus dem Fenster gehauen habe. War so ein bisschen eine kleine Parodie, aber nicht zu ernst nehmen. Und
ich habe mit meinem Sohn angefangen zu spielen, was auch wirklich Spaß macht. Der macht das auch gerne, der spielt auch gerne Minecraft mit. Muss man wirklich schon sagen. Und also ich freue mich auf 2017 und ich hoffe, dass ich euch dann durchaus noch mehr bieten kann, dass wir leistungstechnisch doch ein bisschen weiterkommen. Das hoffe ich schon inständig so. Ich meine, es ist ja ein Geben und Nehmen. Ich versuche euch irgendwie was Cooles zu geben, auch wenn ich das Geld dafür. Ich denke auch immer, wenn ich was kaufe, ja, Mensch, dafür könnte man dem Sohn doch was Schönes zu Ostern kaufen oder zu Weihnachten. Also ich denke immer, Mensch, so ein Mist, das ist halt blöd, ne? Aber andererseits muss man wirklich trennen. Das Geld, was ich durch Google, durch euch bekomme, nutze ich eben auch für den Kanal. Das ist wichtig. Das möchte ich eigentlich gar nicht so haben, ne? Und das wäre es mir eigentlich, das versuche ich auch so hinzukriegen. So. Ja, und jetzt denke ich mal, wäre es Zeit für euch. Guckt euch jetzt ein anderes Let's Rutsch an. Oder guckt euch das Let's Rutsch von Gronkh an. Vielleicht kam es ja schon, vielleicht kommt es erst noch. Meins wird nicht genau um Mitternacht sein. Ich weiß es noch nicht ganz genau, ob ich es überhaupt schaffe am 31.12. Ich denke mal, es wird so gegen abends 20 Uhr oder so öffentlich kommen. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Und vielleicht habe ich Pech und es kommt erst am 1.1. Ja. Und ich wünsche uns allen für 2017 eine Menge Spaß und ein paar coole Videos und ein bisschen coole Interaktion. Vielleicht auch wie letztens im Livestream, dass wir per Discord einfach alle zusammen quatschen können, wenn ich schon streame. Dass wir wie eine große Familie, wie eine große Gruppe, wie große Freunde, ja, zusammen zocken können. Und mal gucken, ob ich mir nicht tatsächlich nochmal, wenn ich einen Laptop habe, die Minecraft-PC-Version habe ich ja schon, die besitze ich ja schon, aber die wurde mir ja geklaut, ob ich mir nicht einfach das nochmal kaufe, beziehungsweise ich habe von einem Kumpel, der würde mir seinen Account zur Verfügung stellen, dass ich mir da die Pocket Edition nochmal zulege und am Rechner spiele. Da können wir nochmal ein bisschen cooler, was Livestreams angeht und so weiter, interagieren. So, jetzt hat es der Crash-Teller auch zu uns geschafft. Dann begrüße den jetzt nochmal, hallo. Und herzlich willkommen jetzt hier in diesem Let's Rutsch. Und grab dich doch ein, wenn du möchtest. Oder leg dich mit ins Bett. Ach so, geht nur nachts. Jetzt habe ich die Fackel. Wieso sind die? So. Okay, ist noch nicht viel hier passiert, wird er sich gleich wundern, aber naja, gut, ist halt so. Ja, also danke, ich hoffe, es war uns nicht zu langweilig für dich, hier einfach nur zuzugucken und mich labern zu hören. Ich weiß jetzt mittlerweile auch so selbst schon gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Ich weiß, es klingt ein bisschen, als wäre ich ein Fanboy von Cloud. Ich muss mich auch wirklich in aller Form bei dem nochmal bedanken, auch zum Teil entschuldigen. Ich denke, wir hätten damals anders rangehen sollen. Wir hätten damals wirklich sagen sollen, wir machen nicht getrennte Projekte. Es ist eine Minecraft-Community. Warum soll man eine Community, die man hat, warum soll man die aufteilen? Warum soll man getrennte Wege versuchen einzuschreiten, wenn man eine Community hat? Wir hätten den Realm alle gemeinsam aufmachen sollen. Wir hätten sagen, also ich hatte die Idee auch irgendwie, ich weiß gar nicht, warum es nicht gekommen ist dazu. Wir hätten nicht sagen sollen, Lane macht Lane Mania und Cloud macht Cloudcraft und Bobby macht Bobbycraft und was weiß ich, nein. Wir hätten uns an einen Tisch setzen sollen und sagen sollen, egal, ob wir nun beste Freunde sind oder nicht. Ich meine, niemand von uns kann sich so wenig leiden gegenseitig, dass wir jetzt gesagt hätten, das macht keinen Sinn. Da hätten wir gesagt, wir legen alle jeder 10 Euro hin, da hätten wir einen Realm aufgemacht und dann hätte jeder seine eigene Stadt haben können, auf dem Realm. Da hätte ein Realm, jeder hätte seine eigene Stadt bauen können. Die Quitchy Immunity baut ihre Stadt da und Lane Mania baut ihre Stadt da und Bobby baut seine Stadt da und Cloud baut seine Stadt da und der Sari sei ja dort und so. Und dann hätte die Quitchy Immunity zu Besuch kommen können bei Lane und die hätten zu Besuch kommen können bei Cloud. Und das, ich meine, eine Community, warum macht man, das wäre wahrscheinlich das Bessere gewesen. Und irgendwie aus irgendeinem Grund, schade, ich meine, bei YouTube ist es halt immer so, man geht ein Stück Weg gemeinsam und dann geht man wieder auseinander. Ich schreibe mal eben noch schnell, warte, pass auf, bedien dich. Ja, der Ton wird bestimmt schon mittlerweile nicht mehr ganz passen, aber was soll's. Also man hätte, das war irgendwie, ja, bei YouTube geht man ein Stück zusammen, dann trennt man sich wieder, das ist ganz normal, das ist völlig normal. Am besten ist immer, einer nutzt nichts vom anderen, das ist wirklich, man macht ein Together,
die Fans des einen lernen den anderen kennen, Fans des anderen lernen, ja, es ist so, das wäre das einzig Sinnvolle. Und das habe ich bisher noch nicht gemacht. Und ich habe immer die Hoffnung, dass ich hier, beziehungsweise kleine Formate hier, dass da andere kleine YouTuber reinkommen, ja, die mit mir gemeinsam, wo wir sagen, pass auf, wir spielen mal zusammen, wir treffen uns im Teamspeak, wir treffen uns im Discord, was weiß ich, keine Ahnung wo. Und jeder nimmt seinen Part auf. Der nimmt dort auf und ich nehme bei mir auf. Wir veröffentlichen die Videos und ja, dann kann man, guck doch mal bei dem rein, guck doch mal bei dem rein. Ich habe zum Beispiel auch immer gesagt, und ich sage das immer wieder, ich habe das bei so vielen YouTubern angesprochen, ja. Ich habe doch immer Intros vor meinen kleinen Videos. Und ich habe mir schon so oft gewünscht, gesagt, Leute, macht mir doch mal von euch ein persönliches Intro, ja. Geht da hin, hier, pass auf, da ist eine Minecraft-Figur, übrigens hier die heilige Rüstung von Terraria, ja. Stellt sich irgendwo hin vor dein Haus oder was weiß ich. Machst du so hier und sagst, hallo, mein Name ist Dave oder mein Name ist Kevin. Ich mache YouTube-Videos in dem Kanal Schieß mich nicht tot. Der Besserwisser oder keine Ahnung was, ja. Schau doch gerne mal bei mir vorbei. Da gibt es Minecraft, Terraria, hier, Mobile Legends, Rain Glory, keine Ahnung oder was, ja, ja. Und ja, ansonsten jetzt viel Spaß bei dem neuen Video von Quitschibu, ja, bis bald. So, das wäre doch so eine Leichtigkeit, ja, 20 Sekunden Video und ich schnippel das random vorne ran an irgendwelche Videos. Das wäre doch, das nenne ich Cross-Promotion und ich verstehe es nicht, keiner, das hat damals Cloud, Bobby, Sari, die wollten das nicht, der Dave wollte es nicht, der... Es gibt ein einziges Video, was ich nicht, aber leider nicht mehr finde. Das hat der No4Plan mal für mich aufgenommen. Das war ein Prototyp. Das hätte ich viel öfter nutzen sollen, weil dann wären andere darauf aufmerksam geworden. Das war ein Prototyp. Leute, schickt mir solche Videos, ja? Nehmt die auf, macht die bei eurem Kanal auf nicht gelistet und dann schickt mir den Link. Ich lade mir das runter, das kommt bei mir vorne ran. Ja? Random. Nicht immer das Gleiche. Ich möchte verschiedene haben. Ja? Wenn ich da 20 Stück habe, ist doch eine geile Geschichte. Und dann, so können wir alle uns gegenseitig irgendwie unterstützen. Und ich mache auch solche Videos dann und mache auch so ein Video und das packe ich auch online und ihr könnt euch das bei euch vorne ranhängen. Das ist eine gegenseitige Promotion, eine Cross-Promotion nennt man das. Ja? Das wäre jedenfalls von mir noch so. Jetzt reicht es aber wirklich, genug gequatscht. Ich danke dir jetzt fürs Zuschauen. Ich wünsche dir ein frohes und gesundes neues Jahr 2017. Viel Erfolg bei allem, was du dir wünschst und was du vorhast. Ja. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder, hoffe ich. Und bis dahin bleib schön gesund. Ja. Mach's gut und tschüss.